Jo, hallo Bruno Brutalo, ich schaue mir jetzt dein Match an auf Rails und Metal. Hat bereits ingame bei Sekunde 5 pausiert und werde die Pause in 5 Sekunden aufheben. 5, 4, 3, 2, 1, los. Wir haben 6 Sekunden, 7 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden, 10 Sekunden. Beweg dich verdammt nochmal, Bau die Wehrmachtsbaracken. Viel zu lange rumgestanden. Du baust drei, machst 3 Pyro-Start? Hä, wofür? Willst du Pyro-Spam machen? Dann musst du noch mehr bauen. Lass den Mann hier spielen gegen Doppel-Ami. Einer baut mindestens Baracken und dann zacken deine Pyros auf offenem Feld. Wieso steht er in deiner Base rum? Wieso stehst du rum, Mann, wenn du schon Pyro-Spam machst? Dann muss auch was bauen. Theoretisch praktisch null, hä? Los, greif an, Mann. Steh nicht blöd rum. Du baust nichts, du stehst nur rum. Was soll das hier? Was stehst du immer blöd rum? Was gehst du mit den Pyros nach vorne und capst einen Sektor, der nicht connected ist und absolut nichts bringt? Ach, was lass diesen ganzen. Was machst du denn hier? Also überhaupt kein Gebäude, keine Kampfkraft, gar nichts. Der Gegner kriegt Rifles. Mann, jetzt muss ich schon am Anfang so viel schimpfen, ey. Was ist das hier für ein Match? Wieso stehst du bloß blöd rum? Endlich baust du Gebäude. Du bist ja vollkommen überfordert mit dem Mikro. Jetzt kriegst du zwei Kontrollpunkte, überhaupt keine Sektoren, überhaupt keine Ressourcen. Du hast bei Minute 2 wahrscheinlich immer noch keine einzige Kampfeinheit auf dem Feld, während sich schon zwei Rifle-Squads tummeln. Also das kannst du nicht machen, Mann, lass das mit so viel Pyros hier, du hast überhaupt nichts zum Cappen. Du hast keine Cap-Order in Auftrag gegeben, gewöhn dir das unbedingt an. Shift-Cap-Ordern. Halte die Shift-Taste gedrückt, also wähle eine Einheit aus, halte die Shift-Taste gedrückt, geh mit der 10er-Taste 0 oder mit dem Button auf die taktische Karte, halte Shift gedrückt und dann klickst du auf viele Depots, dann läuft ein Pyro alle Depots ab und cappt alles. Ja, was hast du jetzt? Du kriegst deine Folgs kommen vielleicht bei Minute 2. Komm, vielleicht bei Minute 2, ist viel zu spät. Die Pyros haben ewig lang nichts gemacht. Wieso stehst du jetzt blöd im Hakuro, Mann? Gib Cap-Ordern für deine Pyros. Und wieso baust du nichts mit den Wehrmachtsbaracken? Spiel in Zukunft zwei Pyros statt. Erster Pyro capped, zweiter Pyro baut. Oder umgekehrt. Okay, dein Mate hat zumindest, was hat der Mate gemacht? Auch viel zu viele Pyros gebaut. Der Gegner macht einen anständigen Start. Der Gegner hat Rifles und HMG auf dem Feld. Und du musst noch 20 Minuten, 20 Sekunden warten, bis deine Volks überhaupt da sind und nochmal eine Minute, bis die vorne sind. Deine Pyros links cappen nichts, mach unbedingt Shift-Cap-Ordern. Aber es gibt auch gar nicht so viel zu cappen, dass du drei Pyros bräuchtest. Zwei reichen locker. Jetzt brauchst du HMG als erstes. Du hast keine Sichtweite, das HMG wird flankiert werden. Junge, so wie ich den Eindruck habe, bist du ziemlich noobisch. Was macht dein Mate? Ja, dein Mate, der Gegner hat richtig reagiert. Dein Mate mit HMG-Start geht natürlich ordentlich drauf allein. Vorne bringt er nichts rein, weil die ihn abschneiden. Das HMG von der Mate kann gar nicht durchkommen. Du hast ewig lang nichts gebaut. Bau eine zweite Einheit sofort. Sammelpunkt für deine Wehrmachtsbahn. Geh nach vorne, Mann. Du bist der Total-Noob. Hopp, bau Volks, HMG nach vorne. Gerade nachschieben. Sniper. Ah, oh, dieses Spiel hat ja. Das ist ja katastrophal schlecht bisher. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber es ist wahr. Der Mate wird rausgeballert aus dem Haus, hat die Seite nicht gekriegt. Der Gegner spielt Rifle-lastig. Und hat HMG gebracht. Wird jetzt auch Sniper bringen. Ihr geht so drauf. Jetzt hat sich der WSZler vertrieben lassen, aber der Mate, was macht der Mate mit seinem HMG? Ja, der Rifle Army reagiert zu spät. Auf offenem Feld ist natürlich saugeil gegen HMG. Jetzt ist er gepinnt, ja, jetzt ist er gepinnt, jetzt muss ich verpissen. Ja, was machst du denn mit deinen ganzen Pyros? Es gibt überhaupt nichts zu cappen, du hast keine Cap in Auftrag gegeben, dein HMG steht bloß blöd rum. Was jetzt gebaut? Volksmann, setz einen Sammelpunkt für deine Wehrmachtsbacken. In Zukunft spielst du zwei Pyro-Start. Erster Pyro baut Gebäude und zweiter capped oder umgekehrt, je nachdem, ob du vorne das Haus sichern willst. Du weißt schon, dieses Haus hier rechts neben der linken Siegmarke. Also wo du den Sprit gekappt hast, da ist ein Haus. Wenn du das unbedingt willst, dann schick den ersten Pyro hin. Ansonsten baut die erste Pyro Wehrmachtsbaracken und der zweite geht zum Cappen. Nicht mehr als zwei Pyros. Ja, was flattest du denn deine Manpower, Mann? Bau was! Und helf deinem Mate, der geht nämlich gerade drauf. Was machst du denn mit deinem HMG in der Mitte? Toll, da die Pyros rausballern. Was bringt dir das, Mann? Bau Volks! Bau was! Mehr! Schick deine Volks endlich nach vorne. Setz einen Sammelpunkt für die Wehrmachtsbaracken. Also die muss ich erstmal die totalen Basics erklären. Man macht zwei Pyro-Starten, normalerweise zwei Pyro-Starte Standard, am leichtesten zu spielen und geht für die meisten. Du musst unbedingt Shift-Cap-Ordern hernehmen, bau nicht mehr als zwei Pyros. Du fängst mit Volks an gegen Ami Standard, Volksstart. Und je nachdem, was dein Gegenüber hat, was du daran erkennen musst, dass du die Volks sofort nach vorne schickst und dass du den zweiten Pyro nach vorne schickst, musst du entweder HMG bauen oder nochmal zweite Volks, falls der Gegner Rifles bringt. Volks oder HMG, Volks, also zwei Volks oder Volks-HMG, falls der Gegner Rifles spielt und falls du siehst, dass der Gegner... Falls du siehst, dass der Gegner WSC baut, dann musst du als zweite Einheit Sniper bringen oder Grad. Man setzt halt einen Sammelpunkt für die Wehrmachtsbank. Deine Einheit langweilen sich nur. Deine Pyros langweilen sich auch, weil es gar nicht so viel zu cappen gibt. Wir stehen bloß blöd rum vor Maku, rechts im Eck oben. Deshalb macht zwei Pyros Start. Da bleibt so viel Manpower, bleibt ungenutzt, weil du die gar nicht hast.
Der Bunker, die Bunkerposition ist links sehr offensiv, aber okay. Ich würde es eher bei der 10er Munition oberhalb der mittleren Sigmarke, da würde ich einen Bunker hinbauen. Ist zentraler gelegen, geht nicht drauf. Der hier, der geht drauf, weil er zu offensiv ist und der hat auch keine perfekte Sammelreichweite. Mann, geh auf T2. Was baust du denn nochmal? HMG. Ja, geh auf T2. Wir haben 5 Minuten. T2 ist überfällig. Einer von den beiden geht mindestens auf Early M8. Also du musst dir deinem Mate im Early unbedingt helfen. Jetzt stehst du wieder bloß blöd rum. Ja, deine Pyros haben nichts zu tun, weil es so viel gar nicht zu cappen gibt. In Zukunft 2 Pyros Start. In Zukunft 2 Pyros Start. Ja, jetzt baust du, gehst aber endlich auf T2. Schon kommt schon fast zu spät. Deine erste Einheit muss fast eine Pack sein. Links, das kann alles ewig leicht flankiert werden, was du hier hast. Das machen die jetzt auch. Haben die schon Flamer? Nee, noch nicht. Aber die machen deinen Bunker platt. Ja, Medic-Bunker. Bau ihn in Zukunft bei der 10er Munition in der Mitte. Oberhalb der mittleren Siegmarke. Hier bei diesen Holzkisten, da baust du ihn irgendwo hin. Das kann alles total leicht flankiert werden. Du hast ja kaum Kampfeinheiten. Das war eine Volksfahne. Wenn der Gegner dich doubelt, gehst du drauf. Der Med kann dir nicht helfen, weil er auch nur Scheiße baut. Vor allem seine Kriegsbaracken hat er total behindert aufgebaut. Ja, deine Pyros gehen vorne. Ja. Ja, der Gegner hat den Fehler gemacht und zentral angegriffen. Du verlierst trotzdem deine Flamer-Pyros. Vermutlich. Full Unikill. Ja, hat sich der Angriff schon nicht mehr rentiert. Gegner muss sich nur verpissen, dann kriegt er eine positive Bilanz, bleibt aber lieber liegen. Ja, wenn er meint, dann kann er zwar liegen bleiben und drauf gehen. Ja, du hast deine Flamer-Pyros verloren. Gegner hat mehr als die Hälfte der Map. Dann Mate MP40 ergeben gegen Rifles ist immer so eine Sache, weil die Rifles sind wirklich nur auf kurze Distanz gut und die Volks sind normal auf große Distanz gut und wenn man ihnen MP40 gibt, sind sie auch, muss man nah ran, aber man hat zu wenig HP und die sind auf kurze Distanz so gut, dann versagt man MP40 auch auf kurze Distanz, ist alles kacke. Und du hängst nur passiv rum und machst gar nichts, schick die Volks in die Mitte, Mann, die müssen zentral stehen. Die müssen zentral stehen, sonst kannst du es ja voll vergessen. Du kannst überhaupt nicht reagieren. Wenn die in der Mitte dein HMG mal flankieren und aushebeln, dann können die Volks nicht helfen. Schick die in die Mitte, bau endlich T2. Endlich die 2 kommen schon viel zu spät, der Gegner kann schon... Der Gegner baut erst Nachschublager, ja, weil ewig lang seinen Sprit nicht hatte, der Trottel. Der Gegner kann schon fast M8 haben. Du hast noch nie mal die 2. Und bau endlich einen Sammelpunkt für deine Währungsbank. In Zukunft 2 Pyro Start, den Bunker baust du anders. Und du gibst in Zukunft Cap-Order in den Auftrag. Shift-Cap-Order. Da musst du dich um den Scheiß gar nicht kümmern. Bau endlich die 2, endlich. Wenn du Manpower flattest, hast du schon wieder 400 und du kannst sie nicht für Grants ausgeben, weil du noch kein T2 gebaut hast, dann bei Outpost auf die 10er Munitionen vor den Basen. Ja, ihr kämpft beide in der Gegend rum, Mann, der Gegner kann reagieren, der Gegner hat schon 2 Sniper, der Gegner wird M8 bringen oder der Barackenarmee geht vermutlich auf Bar oder Sherman, der tritt euch so in den Arsch. Bist viel zu passiv, jetzt baust du einen Outpost auf den 10er Sprit, aber wofür, wenn du deine... Jetzt hechst du auf die 3. Ja, was willst du bringen? Wieso baust du die 2 und hechst auf die 3? Willst du frühe Panzer bringen? Da hätte sie dich schon viel früher am Sprit kümmern müssen. Das ist Unsinn. Also, wenn du T1, T2 spielst, dann musst du dich entscheiden. Entweder T1, T2... Ja, wieso hat der Gegner keine Flamepowers dabei mit seinen Powers? Wieso flankiert er überhaupt nichts? Wieso greift er immer nur auf einer Stelle an? Will er draufgehen? Das kann er echt haben. Die Volks von deinem Mates sind total runtergeschossen auf 20% AP, obwohl es noch 5 Mann sind. Denen muss er unbedingt Health Package geben. Wenn du T1, T2 baust, dann musst du dich entscheiden. Jetzt hat der Gegner Bar, das wird unangenehm, deine Volks kannst du in die Tonne treten, die stehen aber auch am Rand, überhaupt keinen Rückzugsweg. Ja, dein HMG wurde flankiert, so wie ich dir sag. Das war klar, dass das fällt. Wieso holt sich der Gegner nicht? Wenn er sich holt, dann kannst du deine Volks in die Tonne treten. Wieso betritt er mit allen Rifles dieses Haus? Ist der total bescheuert? Ja, da kommt mir die Galle hoch, wenn ich den sehe. Ja genau, kämpft bei deinem Bunker, bar die Sandsäcke. Baut unbedingt grüne Deckung. Unbedingt grüne Deckung bauen. Jetzt geht er endlich mal gegen dein HMG, weil jetzt dein HMG schon längst umdrehen müssen. Ja, dein HMG fällt. Ja, ist beschissen aufgestellt. Offene Flanke ohne Ende, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, wieso steckt der Gegner alle Rifles in Haus rein, wo nur 3 Fenster hat? Wenn die jetzt dein HMG nehmen mit einem der Rifle Squads, dann kriegt der Gegner HMG. Das ist echt unangenehm, wenn der Barackenarmee auch noch HMG kriegt. Ja, der Melkbunker steht scheiße. Dein HMG ist gefallen. Ist toll. Schön für dich, dass der Gegner in dem Haus da seine ganzen Kräfte verballert. Hier nur 4 Leute können schießen und 11 sitzen drin. Wenn du T1, T2 baust, Mörser, wir haben fast 9 Minuten, du brauchst AT, du hast überhaupt keine AT. Der Feind rückt vor. Bloß dämliche Volkssquads, die reichen nicht. Der Gegner, was hat der Gegner gemacht? Ja, baut Fahrbereitschaft, M8 wird bald kommen. Der Med lässt sich von HMG auf offenem Feld abfertigen, hat keine Flankenangriff gemacht, hat Granatensturm angewandt. Ja, Flamer gegen Haus ist natürlich richtig, aber normalerweise ist der Gegner nicht so blöd und sitzt da zu 11 in dem Haus drin, obwohl er keine Fenster hat. Ja, eine Flamepower, werden draufgehen auf offenem Feld. Wenn er rausgeht aus dem Haus, ja, er bleibt lieber drin. Ja, jetzt wirst du auf deinem Bunker Sprengsatz drauf gehen. Geh raus aus deinem Bunker, du kriegst Sprengsatz drauf. Du kriegst Sprengsatz drauf. Geh raus aus deinem Bunker. Raus aus deinem Bunker, wenn du drin bleibst. Nein, das musst du doch sehen, verdammt. Wo bist du denn mit deiner Sicht? Ach, scheiße, Mann. Ein Mann draufgegangen und total lauern HP. Die kriegen den Bunker.
Ja, deine Flamepals wurden abgefertigt. Wenn ich der Ami wäre, würde ich mir das HMG holen. Du bist voll erledigt im Early. An einem beschissenen Start, an der falschen Position des Medic-Bunkers, an einem schlechten HMG-Spiel. Die Dinger müssen mit deiner Infanterie mit und so aufgebaut werden, dass sie nicht flankiert werden können. Also wenn du T1-T2 baust, was ich vorhin sagen wollte, dann musst du dich entscheiden. Entweder du bringst T1-T2 mit, massiv Wett für die Infanterie und ohne auf T3 und T4 zu decken, weil du brauchst den Sprit für Wett. Oder du gehst auf T1-T2-T4 mit frühem Panzer 4 oder Ostwind, je nachdem wie viel Sprit der Gegner gekriegt hat, ohne Wett für die Infanterie. Zweites ist riskanter, kann aber gut sein. Jetzt hast du einen Booker Full Unit Kill für die Volksmann. Passt du denn nicht auf? Wo bist du denn? Du hast überhaupt keine Einheiten sonst, auf die du aufpassen musst. Das kann dich doch nicht so verarschen lassen vom Feind. Ja toll, dein Granatenwerfer, dein Mörser ist nicht geschützt, der Gegner kann sich jederzeit holen. Wieso flattest du so viel Manpower? Gleich mal zwei Grants, ja, gib gleich mal einen Shrekker, du musst jetzt wählen eine Doktrin, ab 2 CP brauchst du 80 Experience Points anstatt von 60 für den nächsten. Also du bist sehr Noob, muss ich schon mal sagen. Ja, dein Mörser verlierst du, habe ich dir gesagt, der ist ungeschützt, den Nate drauf, gleich mal Full Unikill. Ja, Full Unikill, so, die können jetzt den Mörser recruiten und dann haben sie einen deutschen Mörser, das ist extrem beschissen. Dein HMG-Mikro war eine Katastrophe. Die können dir deinen Sprittel jederzeit nehmen, das tun sie jetzt auch. Entscheide dich für eine Doktrin, ab 2 CP brauchst du 80 Experience Points anstatt von 60 für den nächsten. Wozu zum Teufel bist du eigentlich auf T3 gegangen? Wieso kommt T2 zu spät? Was zum Teufel bringt dir denn T3? Für was willst du T3 nutzen? Für was? Hey, bist eigentlich ganz gut. Wer schreibt denn das? Wer ist denn das? Kampfprobe. Ja, ich weiß nicht, zu wem der das sagt. Aber du bist es auf jeden Fall nicht. Muss ich leider sagen. Also wenn du auf Wettinfanterie gehen willst, was ich daran schließe, dass du Kampfkraftzentrum gebaut hast, dann technisch auf T3 durch, den verzögert bloß Wett für die Infanterie. Und du bringst sowieso alles viel zu spät. Deine erste anständige Main-Infanterie hast du bei fast 12 Minuten auf dem Feld. Das ist viel zu spät. Viel zu spät. Dein HMG wurde flankiert, das habe ich dir gesagt. Dann hast du die Volkslinie Medic-Bunker rein und nicht mehr raus, als die Sprengsätze draufgeworfen hat, Full Unikill gekriegt, deine Volks wird auf offenem Feld vom Bar abgefertigt, du hast sie nicht mit HMG unterstützt, dein Mörser hast verloren, was vollkommen vorherzusehen war, weil du da niemals schnell genug wegkommst, dann bist du trotzdem nicht weg, als du es gesehen hattest, war alles falsch, dein komplettes Early war komplett falsch. Total falsch. Ja, dein Mate wird jetzt vom M8 gehauen, ich weiß nicht, warum der Gegner so blöd ist und Schützen nicht hergegeben hat, sondern stattdessen Abgunner. Jetzt ist er mit zwei Faust erledigt. Ja, aber dein Mate verpisst dich lieber. Hat auch noch keine AT. Ihr beide, ja doch, er hat Shrek Storms mit Shrek, aber die reicht ja auch nicht gegen M8, wenn er Schützen hat. Und dann dazu noch Airborne Ranger und zwei Sniper, kann sich Storms auch in die Tonne treten. Das HMG von deinem Mate auf deiner Seite wurde schon längst umgangen. Ja, du stehst mit allen Truppen nur blöd rum. Mit allen Truppen, überall verteilt, überall Grants, alles steht bloß blöd rum, gibt Wett für die Infanterie her massiv. Auf T3 zu technen war vollkommener Scheiß, das hättest du sparen können. Schick die Truppen nach vorne, gib Wett her und greif mit der Infanterie an. Wir machen Recrew mit deinem Mörser und zwar mit den Volks. Mit denen ist es am billigsten und die haben eh low HP, die brauchen eh frische Leute. Vergiss dein HMG nicht allein. Nicht daheim vergessen dein HMG. Und bau die grüne Deckung auf offene Felder, geht zumindest in grüne Deckung. Ja, die haben das HMG gekriegt, deines Mates. Ja, total beschissen, wenn der Ami deutsches HMG kriegt. Ja, ihre Reichweite und pinnt dich sofort. Also, wo willst du denn hin mit den Grants? Das ist eine Sackgasse, Mann. Geh da raus. Mach ein Recrew mit deinem Mörser. Schick endlich Grants nach vorne. Bringe dich Wett für die Infanterie. Worauf wartest du? Mann, wieso hast du nur zwei Squads vorne und der Gegner ist mit allem da? Dass du da drauf gehst, ist ja ganz klar. So, Army Mate. Sprengsatz! Sprengsatz links! Verdammt nochmal, Sprengsatz! Ah, oh, toll! Sag mal, was bist denn du für ein Noob? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich, Mann. Wieso flattest du schon wieder 600 Manpower? Du machst alles falsch. Alles. Konsequent. Das habe ich noch nicht erlebt. Dein Mate verheizt seine AT im direkten Heads-Up gegen die Ranger. Glück gehabt, dass er keinen Full Unikill gekriegt hat. Sniper steht auch daneben. Du machst ja alles falsch. Das habe ich ja noch nicht erlebt. Wahnsinn. Ja, jetzt werden deine Pirates von deinem eigenen HMG gepinnt. Von dem deines Mates. Du hast die Hälfte deiner Truppen zu Hause gelassen. Klar, dass du drauf gehst. Aber wenn du vorne kämpfst, dann musst du auch vorne aufpassen. Das ist erledigt. Sprengsatz. Der Sprengsatz hat erledigt, was? Fünfmal, wie viel kosten Grants zum Reinforcen? Ich glaube, 39 kann es sein oder 35 oder so. 400 Manpower mit 50 Munition kaputt gemacht. Ein Verhältnis von 1 zu 8, oder? Wahnsinn. Und das mit dem Sprengsatz. Und der hat einen 5 Sekunden Timer und du passt ihn ja auf, unmöglich. Was baust du jetzt? Ein Half-Track. Ja, dann setz ihn aber auch als mobile Reinforce-Möglichkeit ein. Setz die Pyros rein, die noch im HQ rumlungern. Ja, du gibst jedem Flamer, aber die rentieren sich nicht. Die gehen alle nur drauf. Wieso kappt ihr der Gegner eigentlich den Sprit nicht weg? Selber schuld. Hängt nur auf einem Haufen rum. Hat keine Flamepires. Ja, der Mate glaubt ja, dass er M8 frontal angreifen kann. Der M8 Trottel ist natürlich, hat natürlich auch alles falsch gemacht.
indem er dem keine Schürzen gegeben hat und dann will er mit dem Motorrad zwei Sniper jagen, wenn Airborne Ranger da ist. Auch eine witzige Idee eigentlich. Klappt sicher, ne? Ja, alles verloren hat der Mate, alles. Aber du hast auch alles falsch gemacht. Was brauchst du jetzt? T3! Aber was... Du, wozu denn T3? Du weißt sogar, dass der Feind Pack hat, weil die schon geschossen hat und weil die direkt neben deinem 10er-Sprit steht. Was bringst du denn da T3? Was willst du mit dem Puma gegen jede Menge Airborne Ranger, gegen M8? Der Puma sackt gegen M8, der Puma sackt gegen Airborne Ranger und der Puma sackt gegen, was ist noch da? Gegen Pack, gegen M8 und gegen Airborne Ranger. Brauchst du kein Puma? Wozu T3? T1, T2 spielt man entweder mit Wett für die Infanterie und kein Techen und irgendwann erst auf T4, nämlich nach mindestens 30 Minuten oder so. Oder man spielt T1, T2 ganz ohne, oder mit schnellem T4. Also entweder man spielt T1, T2 ohne T4 oder T1, T2 mit schnellem T4 hinterher. Und dafür auf Wett verzichten. Wenn du T1, T2 ohne T4 spielst, dann musst du, auf Wett für die Infanterie gehen und zwar früh und das verzögerst du nicht durch Techen. Und da brauchst du jede Menge Grants auf dem Feld. Ich weiß nicht, was ihr da alles rumschreibt, aber ihr seid beide solche Noobs. Die Deutschen haben alles falsch gemacht in dem Match. Alles. Dein Start war verbockt, deine Play-Order war verbockt. Das war alles falsch. Alles, komplett. Am Anfang hättet ihr fast gewonnen. Nee, aber hättet ihr nicht, Mann. Wozu flattest du schon wieder 650 Manpower? Gib sie aus, Mann. Hol dir Grants. Nimm dir endlich eine Doktrin. Du hast schon jede Menge Experience Points verloren, Mann. Weil mit 2 CP, dann verlierst du gar nichts. Wieso steht deine Infanterie seit... Seit ungefähr 2 Minuten bloß blöd im Akku. Was willst du denn überhaupt? Entweder gehst du auf T4, wozu hast du T3 gebaut, wenn du es nichts aus T3 bringst? Egal ob unterlegen oder nicht, so ist es okay. Ist überhaupt nichts okay, du hast alles falsch gemacht. Was machst du denn? Wieso kamst du nur im Akku rum, während der Gegner jetzt deine Mate doubled und dir die ganze Map wegcapt? Bist du wahnsinnig? Ja, du bist total Noob, tut mir leid. Echt total. Wahnsinn. Im Early alles falsch gemacht. Ewig lang nichts aus T1 gebracht, keine Sammelpunkte, keine Cap-Ordern, 3 Pyro-Start, schlecht gespielt, jetzt kämpfst du bloß blöd dagegen drum, T1, T2, T3 gespielt, ohne Doktrin, was keine alte Sau macht, Mörs auf offene Feld eingesetzt und verloren, HMGs flankieren lassen, Medic-Bunker falsch gebaut, du hast alles falsch gemacht. Ja, bring endlich Wett für die Infanterie, wenn du schon 3 Main-Infanterie-Squads hast. Was hängst du denn bloß im Akku rum, was brauchst du jetzt wieder? Ja, wieder ein Mörser, weil sich der Letzte so orientiert hat, oder? Was machst du denn? Ja, dein Mate wird angegriffen und gedoubled. Sprengsatz auf den Bunker. Dein Mate reagiert nicht. Ja, ist fast draufgegangen. Ja, der andere verliert aber seinen Airborne Ranger. Wenn die Sniper die Packs erledigen und dann kommt er mit dem M8 rein. Ja, der M8 ist leider draufgegangen. Ja, ohne Schützen halten die Dinger nichts aus. Pack ist draufgegangen. Ja, was kämpfst du in deiner Base rum? Bist du voll der Base-Lamer? Mann, ich bringe endlich Wett für die Infanterie. Wett 1 hast du schon gebracht. Erst Wett 2 bringt die vollen richtigen geilen Boni. Bist du eines für den Arsch und in Zukunft weichst du Sprengsätzen aus. Kein Mensch lässt sich von Sprengsätzen killen. Kein Mensch lässt sich seine Infanterie von Sprengsätzen kaputt schießen. Bei Nates ist es ja okay, aber auch da musst du ausweichen und drauf achten. Vor allem musst du vorne sein mit deiner Sicht. Kannst dich doch nicht vom Sprengsatz kaputt schießen lassen. Und AT hast du noch überhaupt keins. Todsünde. Eine Macht und du bist erledigt. Mach ein Recrew mit dem Mörser und zwar mit deinen Volks. Ja, du hast überhaupt keine AT bei Minute 18. Das ist doch Selbstmord. Da kann ein Sherman auf dem Feld sein. Mit was willst du den Sherman kontern? Ja, die Base von deinem Mate kaputt geschossen. Du hilfst ihm nicht. Die Person ist bis auf T4 gegangen. Und was willst du mit T4? Willst du es auch bauen und dann nichts bringen? Wozu zum Teufel hast du T3 gebaut, wenn du keine einzige Einheit aus T3 bringst? Wozu zum Teufel hast du T3 gebaut? T1, T2 entweder mit Wett für die Infanterie und kein T4 oder T1, T2, T4 ohne Wett für die Infanterie und dafür mit frühen Panzern. Ja, du weißt doch, dass da HMG drin ist. Wieso setzt du deinen Mörser nicht ein? Du hast einen Mörser in der Base rumstehen. Dann haust du da Smoke drauf und greifst mit Flame Pyros an oder du schießt ihn auf Distanz kaputt. Jetzt nehmen dir deinen letzten 10er Munition. Der Mörser wird es kaum verhindern können. Und dabei schießen die Base deines Mates zu Schrott. Oh, du hast alles falsch gemacht. Alles. Alles. Ein katastrophal schlechtes Spiel von dir. Überhaupt keine Doktrin genommen. T3 nix rausgeholt. Keine Wett für die Infanterie. Half-Track hat dir überhaupt nichts gebracht. Gerade dein letztes Munitionsdepot verloren. Sprit nicht genutzt. Du flattest 1000 Manpower. Sag mal, geht's noch? Machst du überhaupt... Was machst du denn? Bist du AFK? Bist du AFK? Ist du nebenbei oder so? Ja, der Mate hat auch alles falsch gemacht im Early hier... Hier HMG-Start und wenn der dann war sehr gut vom Gegner, dass die deine Mate gedoubled haben, sodass er sein HMG da vorne nicht anständig reingebracht hat. Das war alles sehr richtig. Ja, der Mate weiß nicht, dass medizinische Stationen seine Storms enttarnen, die kann er jetzt auch verschrotten. Ja, warum reagierst du nicht, Mann? Du musst deinem Mate helfen. Vielleicht über 1000 Manpower und 200 Sprit. Jetzt hast Stucker gebracht. Ja, dann schieß auch. Schieß auf die Truppenkonzentration da drüben. Jetzt hast Stucker. Ja, schieß halt.
und bring gleich mal Pumas aus T3. Pumas auf T3, mehr Grants und dann endlich Wett. Wozu hast du denn den Stucker abgegradet, wenn du jetzt nicht schießt? Und deine Infanterie würde mit Wett 2 wesentlich mehr aushalten, als sie im Moment tut. Im Moment hält sie nämlich gar nichts aus. Da verliert sie sogar gegen Bar Rifles. Jetzt bist du ins HMG reingelatscht. Ja, der Angriff hier ist voll in die Hose gegangen. Wieso hast du nicht mit Stucker vorbereitet? Wo ist dein verdammter Mörser? Wo ist dein verdammter Mörser? Wieso hast du den frühen Mörser verloren? Ja, zieh halt den einen Mann zurück. Ist ja bloß Full Unikill da vorne. Ja, tolle Granate. Full Unikill. Hat sich schon nicht rentiert. Egal. Ja, Granate richtet eh nichts aus. Ja, 2 Full Unikills. Klasse gemacht. Die gesamte Main-Infanterie ist down. Jetzt hast du bloß einen Stucker, mit dem du immer noch nicht geschossen hast. Während die Base deines Mates endgültig drauf geht. Unmöglich. Ihr habt euch angestellt wie die ersten Noobs. Selbst als ich mein erstes Match gezockt habe. Ja, was baust du jetzt hier eigentlich, Puma? Ist ja viel zu spät. Gegen so viele Packs, so viele Airborne Ranger mit Recoils und Shrek sogar, kommst du überhaupt nicht mehr klar. Was sollte denn T3? Wieso hast du ewig lang nichts aus T3 gemacht? Wieso hast du keine Doktrin genommen? Wieso hast du keinen Wett für die Infanterie hergegeben? Wieso standst du ewig lang nur mit deinem Paras rum? Falsche Start gemacht. Alles falsch. Ja, endlich Stuckers. Auf was schießt du? Auf das Akku deines Mates. Ja, ein paar schöne Treffer dabei. Schöne Treffer, jawohl. Wieso hast du nicht gleich geschossen? Dann wäre dein Angriff gelungen. 9 Leute umgebracht, ist doch saugeil. Also, HQ fällt zwar trotzdem, aber und die Kriegsbarren sind jetzt auch down, aber ist genau so. Hehe, ja, toll und trotzdem verloren. 5 CP, keine Doktrin genommen. Unsere tapferen Kameraden haben unsere Verbündeten sind schwach. Sie haben ihr Hauptquartier verloren. Du bist auch schwach. Du hast ihnen nicht geholfen, obwohl es locker gegangen wäre. Jetzt hast du einen Puma, setz ihn auch ein und zwar mit Main-Infanterie. Wozu verleitest du 1400 Manpower? Bist du wahnsinnig? Der Gegner nutzt seine Manpower und massakriert euch. Gegner nutzt seine Manpower und massakriert euch. Du machst gar nichts damit. 1400 Manpower, 5 CP, keine Doktrin. Total verkappte Build-Order. T1, T2, T3 ohne Wett. Spritfladen. Was soll denn das? Ja, jetzt kommt der Crocodile. Jetzt bist du platt. Ich hab dir vorhin schon gesagt, dass du viel früher AT brauchst. So spät wie du auf T2 gegangen bist, musst du sofort Pack bringen. Weil du eben sonst keine AT hast. Ja, bye bye hier. Crocodile macht dich platt. Oh, HMG fällt aus. Du hast überhaupt nichts dagegen. Dein Puma hat auch keinen Abgun. Du hast auch keine Munition für Abgun. Mann, 1500 Manpower. Willst du mich verarschen? Was soll ich denn an diesem Spiel kommentieren, wenn du alles falsch machst? Ja, voll gegen dir, gegen Crocodile fühlt sich natürlich sehr wohl. Und man kann es ja voll vergessen gegen Crocodile. Es gibt für T3 ein Zeitfenster, würde ich nicht mehr bringen nach Minute 9 oder so. Kommt darauf an, wie viel Sprit der Gegner hatte, aber ich würde es nicht mehr bringen, nachdem ich T2 gebaut habe. Und wenn ich die absolute Spritdominanz habe, würde ich es gegen Amis sowieso nicht bringen im 2 vs 2. Ja, was hat den Puma jetzt so erledigt? War das der Crocodile, ne? Nee, oder? Das war die Pack. Ja, der hat ihn getroffen. Du weichst nicht aus, wirst du da wohl los bei deinem Puma kassieren. Ja, wenn du nicht kitest, wenn du gegen die Rifles auf Shotguns gehst, wenn du nicht von Sprengsätzen ownen lässt, dann verdienst du es echt nicht besser. So, jetzt geht deine Base drauf. 22 Minuten, 56, 57, 58, 59, 23 Minuten. Ja, ist ein totales Noob-Game, du hast überhaupt keine Ahnung, wie man COH spielt. Überhaupt keine Ahnung. Jo Mädels, danke, hat Spaß gemacht. Ja, du wirst komplett weggehauen. Was hat denn da Spaß gemacht? Spaß ist bei dem Spiel, wenn man schönes Mikro sieht, wenn man schöne Flankenangriffe sieht, schöne Einheitenkombination, schönes Combined Arms. Das macht Spaß an diesem Spiel. Es macht keinen Spaß, sich wegaulen zu lassen. Jo, gern wieder. Jo, Gegner war ein bisschen zu passiv, hätte euch schon früher kastrieren können. Jetzt brauchst du endlich Infanterie. Jetzt brauchst du endlich was mit deinen 1000 Manpower. Ja, 6 CP, keine Doktrin genommen, kriegst natürlich auch keine Zusatzeinheiten. Ja, frag der Entity Base und mach Schluss mit diesem Elend. Es ist wirklich ein Elend. Jetzt geht deine Stucke auch drauf. Ja, ich weiß nicht, du warst die meiste Zeit AFK. Bin halt noch nicht so weit. Ja, und ich hoffe, ich kann dir zumindest ein bisschen helfen. Ja, du bist noch total Noob. Total Noob leider. Ja, jeder fängt mal klein an. Jo. Nee, Mann, du hast gut gespielt. Ja, er will dir wohl nicht sagen, dass du ein scheiße gespielt hast, aber ist leider die Wahrheit. 3 Sprengsätze in einem HQ ist danach ziemlich marsch. Ja, ich sag dir dann nochmal, was alle deine Fehler waren. Aber du kannst es dir auch genauso gut nochmal anschauen. Es ist relativ kurz. Es ist relativ kurz und es waren sehr viele Fehler. Vor allem absolute Basic-Sachen. Ich dachte, du wärst schlechter bei deinen Stats. Wieso? Wie sind deine Stats?
sind die so schlecht, dass ich glaube, du wärst noch schlechter? Okay, keine Ahnung. Ja, hab grad Zeit irgendwie drauf. Gleich jeden Moment ein Spiel aus, dann gibt es dann. Danke Jungs, yo, macht, so macht verlieren Spaß, bis demnächst. Ja, macht das Kampfkraftzentrum fertig, ja, Wiederholung ist beendet. Also, ganz chronologisch mal, ich musste die ganzen Basics beibringen. Erstens, zwei Power Start. Hat sich als absolut solid erwiesen, zwei Power Start. Gute Mischung aus Capping Power, gute Mischung aus früher Kampfkraft. Zwei Power Start. Nur einen nachbauen. Nimm den einen, den du hast, und bau sofort Wehrmachtsbaracken. Mit dem zweiten gibst du einen sofort, wenn er aufs Feld kommt, eine Shift Cap Order in Auftrag. Das heißt, du wählst den Pio an, haltest die Shift-Taste gedrückt und klickst auf die taktische Karte, die ist oberhalb der Minimap, da ist dieses Symbol. Gehst du in die taktische Karte rein, haltest aber währenddessen die ganze Zeit Shift gedrückt. Und dann klickst du einfach Rechtsklick auf mehrere Depots, die diese Einheit cappen soll. Rechtsklick, dann läuft diese Einheit alle diese Depots ab und cappt eine nach dem anderen. Und dann hast du, und während deine, die Pios, die Wehrmachtsbaracken bauen, diese bauen, und während die bauen, haltest du auch Shift gedrückt und gibst denen auch eine Cap-Order, sodass die ganze Zeit einnehmen und sodass, wenn die Wehrmachtsbaracken fertig sind, du sofort Volks bauen kannst. Gegen Ami nichts anderes als Volksstadt, nichts anderes. Kein HMG-Stadt, lasst es. Volksstadt hat sich als der solideste Start erwiesen gegen Amis, würde ich mal sagen. Gibt schon exotische Sachen, aber die sind wirklich nur was für Profis. Nimm einfach Volks als erstes und bau sie so schnell wie es geht. Dann geh mit den Volks nach vorne, cappe offensiv, baue die Sandsäcke auf offenem Feld und schau, was der Gegner bringt. Wenn der Gegner WSC bringt, also Sniper, HMG und Mörser, das Gebäude, das der das Kampfprobe gebaut hat, Kampfrobbe gebaut hat, dann bringst du als zweites entweder Sniper oder Grad. Das Grad hat den Auftrag, das Vorkommen des feindlichen Snipers zur Front zu verhindern, und mit deinem eigenen Sniper schießt du die feindlichen HMGs aus dem Gebäude raus und auf offenem Feld. Falls der Gegner allerdings Rifles baut, also das Brackengebäude, das gebaut hat, dann bringst du entweder als zweites nochmal Volks oder HMG. Später kannst du dann auch Sniper bringen, wenn du willst, und geh relativ schnell auf T2. T2 baust du so schnell wie es geht. Je nachdem, wann T2 kommt und wie viel Sprit der Gegner hatte, musst du entweder Grants mit Shrek bringen oder sofort Pack. In deinem Fall wäre Pack nötig gewesen. Geh so schnell wie es geht auf T2 und bau was. Halte dein Manpower-Level allgemein sehr viel niedriger. Mehr als 300, 400 Manpower zu sparen, bringt einfach nichts. Gib sie aus, der Gegner gibt sie aus und hat dafür Truppen auf dem Feld. Wenn du sie nicht ausgibst, hast du weniger Truppen, verlierst auf offenem Feld, verlierst das Spiel. Deshalb musst du deine Manpower nutzen, wenn du sie hast. Nutze sie. Du hast T1, T2 gebaut. Ja, dein HMG-Mikro war scheiße. Die auf offenem Feld mit offenen Flanken. Volkszacken gegen Rifles mit Bar kannst du einsetzen. Das nächste Mal setzt sie auch zentral ein. Bau der grüne Deckung auf offenem Feld. Medic-Bunker schlechte Position. Eher bei der 10er Munition oberhalb der mittleren Siegmarke. Da kommt der Medic-Bunker in der zentrale Position. Rein im Medic-Bunker. Ja, war nicht ganz falsch. Aber da hat er auch nur ein Fenster in Feindesrichtung. Und den Sprengsätzen musst du unbedingt ausweichen. Den Sprengsatz musst du unbedingt ausweichen, wenn du einen siehst. Also deine Grants sind draufgegangen, das war vollkommen unnötig gegen den Sprengsatz. Du musst vorne aufpassen, du musst vorne am Kampf, musst du mit der Sicht bleiben. Und wenn die werfen, dann weich aus. Dasselbe mit deinem Medic-Bunker. Das ist beim ersten Sprengsatz schon raus müssen mit den Volks. Und wenn du T2 hast, entscheide dich. T1, T2, du hättest Doktrin wählen müssen. Nimm eine Doktrin, nimm einfach Terror. Standardmäßig Terror spielt sich auch für Noobs noch am leichtesten. Terror, linker Baum runter, Techn Richtung Königstiger. Wenn du aufs Feld kommst, hast du mal 7 Kampfkraft-Schub. Techn den linken Baum runter. Defensivdoktrin geht auch, ist aber nur was für Profis und nur wenn du For the Fatherland anwendest. Dann nimm einfach T1, T2 Terror mit schnellem T2 Grants raus und dann entscheidest du dich entweder frühe Fahrzeuge, das ist allerdings nur für bessere Spieler mit gutem Fahrzeugmikro geeignet, oder du techst nicht auf T3 und T4, bleibst auf T2 und holst erstmal massiv Grants, also Grenadiere, was du auch die ganze Zeit jetzt am Schluss gemacht hast. Grenadiere bauen ohne Ende, schnelles Wett 1, schnelles Wett 2 für die Main-Infanterie und danach schnelles Wett 3 und dann baust du Grants ohne Ende, du baust die ganze Zeit Grants und spielst nur mit Grants und Packs. Grants, Packs, Flamepowers, Mörser dazu noch, dann hast du eine super Kombination. Und irgendwann gehst du dann auch auf T4, das ist die infanterielastige Variante, aber die musst du wirklich mindestens 10, 15 Minuten lang nur mit Infanterie spielen und Wett 3 für die Infanterie. Und das ist auch sau stark, weil die Grants auf Wett 3 übel stark sind. Oder alternativ, wenn du gutes Panzermikro hast und damit steht und fällt diese zweite Alternative total, dann gehst du auf T1, T2 ohne Wett für die Infanterie, aber pumpst massig Grants nach vorne und dann gehst du schnell auf T4 durch, baust auf T4 und bringst einen Panzer 4 oder einen Ostwind, je nachdem wie viel Sprit der Gegner gekriegt hat. Es gibt nur diese zwei Varianten mit T1, T2. Was anderes will ich nicht bringen. T3 hat ein Zeitfenster. Ab Minute 9, 10 kannst du keinen Puma mehr bringen, weil er einfach Schrott ist gegen die ganzen Packs, die ganzen Ranger, gegen Sherman und die hatten sogar Shreks. Also da kannst du keinen Puma mehr bringen und Stu kannst gegen Amis generell nicht bringen, würde ich sagen. Einfach zu scheiße. Kann Packs nicht umfahren. Wird von Airborne Rangern gefragt, wird von Infanterie Rangern gefragt, wird mit Stickies ausgeschaltet. Ist einfach alles kacke. Das Stu kannst vergessen.
Früher mit dem Stuka schießen. Stuka zu bringen ist löblich. Bei der T1, T2, T4 Taktik mit frühen Fahrzeugen anstatt von Infanteriewett musst du den Stuka auch bringen. Relativ früh und auch dauernd schießen lassen. Ausweichen, wenn der Gegner angreift. Und wenn du geschossen hast, Position verlegen, sodass es dich nicht rushen kann. Linken Baum auf Königstiger runter. Sobald Königstiger da ist, hast du einen Angriffkraftschub, dann solltest du auch angreifen. Also entweder wettlastig mit 1 T2, T1 T2 ohne Techen und damit Wett 3 für die Infanterie und massiv Grants pumpen, die Grants sind super. Oder T1 T2 T4 ohne Wett für die Infanterie aber mit frühen Fahrzeugen. Also entweder Wettinfanterie, Wett 3 Infanterie oder frühe Fahrzeuge. Entscheide dich für eines von beiden. Falls du frühe Fahrzeuge bringst, musst du Schlucker bringen. Ansonsten spielst du ewig lang mit Grants und Packs und Mercer. Die sind gut. Noch AMG und Sniper dazu, das ist optimal. Aber nicht so, wie es du gemacht hast. Und die Volksfahne am Rand stehen zu lassen, war total blöd. Und gegen Bar Rifles verkacken die natürlich. Bau dir in Zukunft grüne Deckung auf offenem Feld und helft deinem Mate am Anfang. Mit Doppelwehrmacht ist am Anfang relativ defensiv zu spielen. Helft deinem Mate. Sichert euch einen 10er Sprit, damit könnt ihr froh sein. Und T3 zu bauen war kompletter Schwachsinn. Und deinen Mörser auf offenem Feld stehen zu lassen, ohne Deckung, war auch kompletter Schwachsinn. Ist klar, dass du da drauf gehst. Die Armor Ranger holen dich. Granate sofort voll Unikill. Sofort vorbei. Mörser nur gedeckt einsetzen. Und gegen HMG musst du Smoke einsetzen. Smoke entweder auf Smoke in den Anlaufweg, sodass du mit Flamer hinkommst, ohne suppressed zu werden. Weil Flamer ist auch gegen Einheiten im Smoke genauso effektiv wie gegen Einheiten ohne Smoke. Aber das sind dann schon Feinheiten. Ich habe dir jetzt wirklich nur die absoluten Basics erklärt. Nutze Deckung, grüne Deckung. Bau dir auch grüne Deckung mit Sandsäcken auf offenem Feld. Alles andere ist dann schon eher was für Profis. Da will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Bei dir fehlt es an den Basics. Also beherzige meine Tipps. Wir sehen uns auf COHQ. Viel Spaß noch mit COHQ.